Hallo und herzlich willkommen hier bei Smart Aim. In diesem Video geht es darum, die passenden Controller-Settings zu finden. Ist egal, auf welcher Plattform ihr spielt, auf dem PC, auf Xbox oder auf PlayStation. Und es geht darum, besser zu zielen mit der Shotgun und mit der AR auf Distanz, ja, und Shotgun im Nahfight. Ich habe mir ganz viele Settings von Pro-Gamern reingezogen, also wirklich unzählige Videos, welche Geschwindigkeiten die denn spielen, also welche Empfindlichkeiten. Und die meisten liegen hier im Bereich 0,5 bis 0,7. Ja. Ich habe einen SCUF-Controller, daher ist meine Geschwindigkeit auch etwas höher eingestellt. Ich habe da mittlerweile ein sehr gutes Gefühl bei und die Geschwindigkeit beim Zielen ist hier auf 0,5. Dort liegen die meisten Profispieler zwischen 0,4 bis 0,6. Ja. Die wenigsten spielen eine sehr hohe Geschwindigkeit, also Empfindlichkeit, auf 0,9 oder 1,0 sogar. Aber das sind auch wirklich welche, die schon Ewigkeiten zocken, die dann ein sehr gutes Gefühl bei haben. Und die wenigsten von uns können noch gut aimen, können noch gut zielen bei einer sehr hohen Empfindlichkeit. Und was ist denn im Endeffekt wichtiger? Dass ihr besser Wände spammen könnt durch eine hohe Empfindlichkeit oder dass ihr gutes Aim habt durch eine niedrige Empfindlichkeit? Also das Aim würde ich immer höher ansetzen als das Bauen. Ja? Es gibt zig Spieler, die extrem schnell bauen können, fast wie die Leute auf PC, mit Settings 0,6. Ja? Und daher würde ich euch ans Herz legen, wenn ihr Fortnite-Beginner seid, spielt nicht zu hohe Empfindlichkeit. Dadurch wird euer Aim schlechter, ihr trefft die Gegner in den passenden Situationen nicht, insbesondere nach der Landung oder in Gebäuden bei Tilted, da wird oft gar nicht gebaut. Und da ist es wichtig, dass ihr den Gegner trifft und dass ihr den Gegner tötet, um weiterspielen zu können. Ansonsten landet ihr ratzfatz wieder in der Lobby. Ein paar andere Tipps, die ich noch hier einstellen würde, wäre zum Beispiel standardmäßig sprinten. Das heißt, ihr drückt den Analogstick voll durch, ja, den linken Analogstick L3, und dann lauft ihr auch sofort los und ihr sprintet. Ihr müsst da nicht immer wieder neu drücken, was ich sehr angenehm finde. Erst recht, wenn man mal einen Richtungswechsel hat oder wenn man kurz stehen bleibt und wieder losläuft, dann braucht man nicht mehr den L3 runterdrücken, um zu sprinten. Ihr könnt einfach nur den Analogstick voll in die Richtung drücken, in die ihr laufen wollt, und ihr lauft sofort los. Ja? Natürlich solltet ihr auch Baumeister Pro einstellen. Das ist eigentlich mit die wichtigste Einstellung hier. Baumeister Pro, damit ihr sehr schnell bauen könnt. Ihr habt die Tasten L1, L2, R1, R2 jeweils mit einer Wand zur Auswahl und damit könnt ihr viel schneller bauen, als wenn ihr die Standardeinstellung nimmt. Ja? Jetzt werde ich euch gleich noch ein paar Gameplays zeigen, wie ich mit der Shotgun oder mit der AR spiele. Und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch. Dann schauen wir uns jetzt mal die Clips an. So Leute, in den folgenden Clips werdet ihr sehen, wie ich die Pumpgun benutze und ich versuche immer nur einen Schuss abzugeben, schnell die Waffe zu wechseln und dann den Gegner am besten mit einer Maschinenpistole oder mit der AR zu finishen. Es klappt nicht immer so super 100% bei mir, das ist auch Übungssache, also da kann man immer nur sagen, üben, üben, üben. Inches later. Och, komm schon, Alter. Tango down. Ey, wie viel Schaden habe ich denn da gemacht? In diesem Clip kann man sehr gut sehen, dass ich versuche in Gebäuden immer die Treppe von oben nach unten zu pushen, damit ich den Vorteil habe, dass mein Gegner auf der rechten Seite ist. Das heißt, ich kann ihn rechts anvisieren, zeige sehr wenig von meinem Körper, ich sehe den Gegner früher und er mich später. Trigger! Nein, in die Zange genommen worden, Alter. Oh, du Fotzkopf. Hello, Cutie Pie. Target neutralized. So, liebe Leute, jetzt zeige ich euch nochmal ein komplettes Gameplay von mir, wo ich einen epischen Sieg hole. Zusammengekürzt, nur mit den besten Szenen. Ich bin am Anfang bei den Vikings gelandet und da war nur ein einziger Gegner. Dann habe ich einen Rift benutzt, bin nach Greasy Groove geflogen, keine Gegner. Ein zweites Rift von dort aus genommen, Richtung Zone, auch keine Gegner. Und erst am Ende von den letzten 10 überlebenden Gegnern habe ich dann noch 6 Stück vor die Flinte bekommen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Schaut es euch bitte bis zum Ende an und ab geht die Fahrt.
One eternity later. What a joker! You suck, you jackass! Few inches later. Hello, cutie pie. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Video wie ich. Bitte lasst doch euer Like hier, einen Kommentar, abonniert den Channel am besten mit der Glocke, damit ihr beim nächsten Video wieder benachrichtigt werdet. Ihr könnt uns auch bei Twitch finden unter Smart Aim. Bis zum nächsten Video, euer Smart Aim Gaming.